Der Herr sagt, ich bin das Spiegelbild, also Adam ist das Spiegelbild von mir. Das sagt der Herr. Jetzt was verstehen wir? Ist Adam dann der Herr? Ist Adam gleich Gott? Aber der Herr hat es gesagt. Adam ist Spiegelbild von mir. Er ist wie ich. Was wollte der Herr damit bezwecken? Dass der Mensch genau dieselben, nicht die genau, jetzt will ich nicht genau sagen, dass wir auch Eigenschaften wie der Herr haben. Wir können sehen, eventuell. Ne? Wir sehen ja alle. Wir hören alle. Wir riechen alle. Wir schmecken alle. Wir fühlen alle. Und genau diese Gefühle, die wir haben, diese Kräfte, die wir haben, diese Sehkraft, Riechkraft und Gehör, Geschmack, das sind die Gaben von dem Herrn. Der Herr hat genau dieselben Gaben wie wir. Wir haben das von ihm geschenkt bekommen. Deswegen sind wir ein Spiegelbild von ihm in dem Sinne. Deswegen sind wir auch die Vertreter von dem Herrn, weil wir diese Eigenschaften von ihm bekommen haben. Und diese Eigenschaften funktionieren nur mit der Hingabe zu dem Herrn. Diese Eigenschaften funktionieren nur mit dem Glauben an den Herrn. Wenn du es so betrachtest, dein Auge sieht 100 Meter weit, 500 Meter weit, bei 1000 Meter siehst du es schon verschwommen, denke ich mal. Mehr ist das nicht. Dein Gehör, vielleicht einer, der von 20, 30 Metern vielleicht dich anbrüllt, den kannst du vielleicht noch hören. So ab 50 oder 100 Meter ist dein Gehör auch nicht mehr wert. Und dein Gefühl, wenn du jemanden tastest, fühlst du auch warm, kalt oder nass oder nicht nass. Ne? Sowas fühlst du. Aber so dieses Gefühl lässt nach, so nach 3, 4 Metern ist das Gefühl schon fast weg. Mehr ist das nicht. Das hat ja jeder Mensch. Aber normalerweise ein Adler, der sieht Kilometer weit. Ein Adler, der oben fliegt, sieht eine Maus unten und jagt diese Maus. Der sieht es scharf, 4K, heutzutage ist doch 4K, glaube ich, in. So in dieser Schärfe sieht er von Kilometer weit eine Maus. Und den kriegt er auch. Wieso können wir nicht so sehen wie ein Adler? Oder ein Hund, der kann Kilometer weit riechen, wir nicht. Und viele Tiere, ihr Geschmackssinn viel stärker als unser Geschmackssinn. Gehöre sind viel besser als unser Gehör. Die können andere Frequenzen hören als wir. Gefühle von zum Beispiel Pferden ist viel größer als unsere Gefühle. Der Herr hat sogar den Tieren viel stärkere Sinne gegeben als unsere Sinne. Was heißt denn das? Normalerweise sind wir doch sein Spiegelbild. Aber wieso ist unsere Sinne nicht so stark wie von diesen Tieren? Unsere Sinne sind normalerweise stärker, viel stärker. Unsere Sinne sind so stark, dass wir eigentlich diese Erde schon verlassen können mit unseren Sinnen, sogar in die Galaxie rein könnten. Unsere Sinne sind sogar so stark, dass wir sogar die Engel fühlen und hören sollten. Unsere Sinne sollten sogar so stark sein, dass wir sogar ohne zu sterben das Paradies und die Hölle besuchen können. Ein Blick nach vorne, wenn dein Herz offen ist, reicht schon, das Paradies zu sehen. Ein Blick nach vorne mit deinem Herzen würde schon reichen, durch die ganze Welt zu durchleuchten und zu gucken. Ein Gefühl von dir müsste reichen, dass du von hier, von diesem Augenblick zum nächsten Augenblick in einem anderen Kontinent sein könntest. Du bräuchtest eigentlich kein Flugzeug. So stark sind unsere Sinne. Aber um so stark zu sein, musst du dem Herrn deine Ergebenheit zeigen.